So, und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Anno 2070. Der Städteausbau geht weiter. Mehr Steuerzahler brauchen wir, mehr Einwohner, mehr Einnahmen. Des Weiteren, die Nebenmissionen müssen wir jetzt endlich mal abschließen und auch die Hauptmissionen oder Hauptquests müssen wir jetzt auch einmal angehen. Das machen wir ja jetzt ja gerade. Wir gehen mal die Hauptquest an oder Hauptmission an. Hey, Sie wissen wirklich, was ein Superhirn wie ich zum Leben Klasse. braucht. Ja, wir Danke. sehen das ja auch an den Symbolen, wo da abgebildet sind, was du brauchst zum Leben. Eigentlich könnt ihr nur Fisch geben, um was zu trinken. Und das muss man ja sagen, ist auch so eine Tatsache wieder, die mir persönlich jetzt seit im neuen Anno-Teil, der im Herbst kommt, also am 3. November kommt, sehr gut Neue Gebäude gefällt. zum Bau bereit. Hey, Sie wissen wirklich, was ein Superhirn wie ich Es zum ist Leben. bestimmt kein Zufall, dass Sie hier sind. So, da schließt man natürlich jetzt die erste Mission ab. Das musste ich jetzt nochmal sagen, oder die zweite. Jetzt geht's Danke. mit der nächsten weiter. Allerdings dürfen wir diese neuen. Was mir besonders gut bei Anno 2205 gefällt, ist, eine der ersten Sachen, die du brauchst, ist Wasser für die Bevölkerung. Und das gewinnt man nicht mehr aus Bächen in der Zukunft, sondern aus Entsalzungsanlagen aus dem Meer. Oder aus dem Ozean, wie man es auch immer nennen mag. Also relativ aufwendig. Und genauso wie in 2070, man hat ständig Energieprobleme am Anfang. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ah, mein vielversprechendster Protégé. Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Gut, was gehen wir hier an? Wir gehen hier die Biokost an. Also wir wollen jetzt halt endlich mal Gemüse und Reis machen, so dass wir dann Biokost herstellen Nirgendwo auf können. der Welt ist Weil dann es merkt man schon, schöner wir haben jetzt als so viel hier. Einwohner. Jetzt müssen sie schon eine gewisse Menge haben, damit sie nicht gleich negativ gelaunt sind. Also jetzt wollen sie schon Biokost haben, nicht nur zum Aufsteigen, sondern auch, dass sie nicht absteigen. Spiel gespeichert. Was liegt an? Gut, da habe ich mir jetzt mal Faires Notizen Geschäft. gemacht, um natürlich die Titelnamen der Parts, so wie sie auf YouTube dort stehen, damit ich da auch ein paar Ideen habe, was ich da hinschreiben kann, habe ich mir jetzt Notizen gemacht, um was es in der Folge geht. Wenn ich es sonst immer aufnehme, lade ich es mehr oder weniger ja gleich hoch und weiß dann meistens noch, um was es gegangen ist, um was es was in dem Part passiert ist. Nehme ich für die Zukunft wegen auf, also produziere wegen vor, dann schreibe ich mir das meistens im Dateinamen des Videos dazu, was gewesen ist. Beziehungsweise den fertigen Titel dann schon hin. Wenn ich es. Aber das hier ist jetzt schon so vorzeitig Achtung, aufgenommen, da konnte ich Produktion erstmal gestartet. keine Titel hinschreiben, weil ich das ja noch öfter schneiden gemusst habe, gemüsst habe, gemüsst habe. Ganz schwierig. Weil ich das noch öfter machen musste, das Schneiden, und da habe ich nichts hingeschrieben und jetzt muss ich mir Notizen machen dazu. Hier geht es natürlich jetzt um Reis und Registriere steigende Fruchtbarkeit. Gemüseproduktion.
die hier mal starten soll. Da habe ich damals auch Fehler gemacht. Ich hätte ja die Reisplantage theoretisch ein Feld mehr von der Straße wegsetzen gekonnt. Das wäre zur damaligen Zeit wahrscheinlich besser gelaufen. Was ich noch als Fehler wirklich gemacht habe, war gleich von Anfang an zu wenig zu bauen. Ihr denkt jetzt, das ist zu viel. Nein, das ist viel zu wenig. Also die Pasta, die Biokostproduktion reicht um Längen nicht. Beziehungsweise ich musste sie einfach nur um 1 erweitern. Also sie war um ein Drittel zu klein. Ökobilanz, Werte fallen. Genau, die war um ein Drittel zu klein. Da habe ich jetzt mal schnell den Schubber zugemacht bei mir, wo die Übersicht drin steht, wie die Verhältnisse waren. Das muss ich mir dann auch mehr oder weniger gleich mal aufschreiben beim 2205, wie das mit den Verhältnissen ist. Nicht, dass wir da später dann irgendwelche gleich Probleme haben, sondern gleich notieren. Da haben wir jetzt halt erstmal das Warendepot Namen vergessen mit dem Kontor mehr oder weniger über die Straße verbunden und gleichzeitig dann auch noch ausgebaut, so dass wir mehr ich sage jetzt mal Transportwagen oder LKW bereitstellen, damit wir da mal vorankommen, damit die Waren schneller abgeholt werden. Wenn schon möglich. Dass ich das damals nicht gedreht habe. Da habe ich damals gedacht, das passt nicht hin, aber das passt ja sehr wohl hin. Oder bauen wir jetzt nur die restlichen Gemüsefarmen, so dass halt vom Verhältnis her passt. Da haben wir das dann auch schon wieder. Da fehlt jetzt halt noch Gemüse den Fabriken, aber das kommt jetzt halt gleich. Mal richtig auf dem Stuhl muss ich mir mal wieder noch setzen, weil wenn man eine Zeit lang bloß auf dem Stuhl sitzt, da verrutscht man ja gerne ein wenig. Gut, was machen wir jetzt noch? Nehmen wir an, wir haben schon wieder nicht genug Geld. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Wir haben nicht genug Geld und jetzt versuche ich durch Warenverkauf auf genug Geld zu kommen. Weil wir wollen natürlich die Akademie irgendwann bauen und dazu brauchen wir etwas Geld. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon eine Aufgabe bekommen. Weiß gar nicht, für was die damals war.
Ich habe damals, ich habe gar nicht gewusst, wo, was ich überhaupt da erforscht hatte und warum ich da jetzt das Achievement gekriegt habe. Währenddessen haben wir eine Verbindung wieder mit den Ubisoft-Servern. Jetzt spielen wir wieder online. Also schon sehr schwierig zur damaligen Zeit gewesen. Da gab es Probleme. Speichere ich sicherheitshalber nochmal. Das war mehr oder weniger eigentlich Spiel unnötig gespeichert. gespeichert. Weil danach lief alles mehr oder weniger wie am Schnürchen. Ich musste nicht einmal mehr neu laden oder das Video mehr oder weniger schneiden, auch außer in Parts teilen. Außer jetzt hier. War noch einmal ein Cut. Aus ganz einfachen Gründen weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß An Sie nicht mehr, erinnern, warum ich ich hier muss mich dann geschnitten wieder habe. organisatorischen Dingen widmen. Nichts anfassen. Hier ist alles Ich steril. kann mir aber vorstellen, an der Stelle glaube ich, da habe ich ewig irgendwas gemacht, wo ich nicht weitergekommen bin. Ich glaube, da habe ich nur eine halbe Am Stunde oder eine besten Sie Stunde überdenken diesen irgendwas Punkt und gemacht, später wieder. was nicht fortschrittsmäßig war. Und damit ihr das nicht sehen musstet, hatte ich da einen Cut gemacht. Da bin ich jetzt kurz aus dem Spiel rausgegangen, weil da hat mich gerade einer gestört gehabt. Da habe ich mal schnell aus dem Spiel rausgehen müssen, weil einer was von mir gebraucht hat. Während der Aufnahme, muss man sagen. Also, ich bitte, haben die Person, die immer Informationen geben solle und am besten während der Aufnahme, ne? Das habe ich schon festgestellt. Aber gut. Die Mission hier ist jetzt auch schon mehr oder weniger wieder ziemlich vorbei, sage ich einmal so. Ich habe nochmal schnell Spiel gespeichert, gespeichert. um den Spielstand zu sichern. Genau, jetzt fällt mir gerade auf, was wir da gemacht haben, wo ich vorhin geschnitten habe. Im Klartext, es ging darum, wie verdiene ich Geld. Da habe ich eine gewisse Zeit rausgeschnitten, wie wir an Geld gekommen sind, sodass wir die Akademie bauen konnten. Jedoch habe ich damals dann festgestellt, wir brauchen noch ein paar mehr Lizenzen. Das war das Problem. Das konnten wir nicht erforschen, weil wir zu wenig Lizenzen hatten. Dachte ich damals. Gut, also haben wir in der Folge jetzt auf jeden Fall schon mal die Akademie geschafft. Wir haben die Biokostproduktion am Laufen gekriegt. Die Einwohner sind glücklicher, zahlen etwas mehr Steuern. Genau, das habt ihr auch nicht gesehen, fällt mir auch gerade auf, dass während des Cuts habe ich die Biokostproduktion noch mal ausgebaut. Also noch mal um 1 erweitert, zweimal Gemüse, einmal Reis. Aber da dürft ihr nichts großartig verpasst haben in der Hinsicht. Ich habe es nur rausgeschnitten, weil das hat unnötig in die Länge gezogen. Und 11 Parts ist für die Mission eh schon recht viel. Und mehr wäre nur unnötig gewesen. Weil wenn ich das nicht rausgeschnitten hätte, dann hätte ich alles andere auch drin lassen können. Und gut, dann wären wir hier so bei 20 bis 30 Parts gewesen. Ja, 20, Achtung, 25 Parts wären es wirklich gewesen. Produktionsstillstand. Und ich habe einfach mal 10 rausgeschnitten, weil das waren unnötige Zeiten.
Aber an der Stelle ist auch die Folge wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.